Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, wir sind wieder an der neuen Aufnahmesession und natürlich sind natürlich auch die beiden anderen Kameraden wieder dabei. Einmal der Raiden. Hi. Und natürlich unser Stieglitz. Hallo. Halli, hallo, hallöle. So, und wie wir hier gerade feststellen, verdammte Ütze, es regnet, ne? Ja, das stimmt, ja. Und ich habe gerade einen Zombie mit Erde kaputt gehauen. Das ist immer schön, das mögen die, ne? Die sind ja eh so muffig. Ja, habt ihr die Möglichkeit, euch irgendwie hinzulegen? Ja. Ja, Moment. Weil dann wird's Tag und der Regen hört auf. Da schlagen wir 30 Fliegen mit einer Klappe. 30 gleich. 30 gleich. Wir gehen hier einfach in die Vollen. So kennt man das hier von uns. Das ist ja doch untertrieben. Ja, eben. So. Ja, wir wollen ja hier, ne? Achso, jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte in der letzten Folge. Ich war dabei, mir meinen Kamin zu bauen. So, ich leg mich auch gleich hin. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass hier noch direkt an meiner Hütte eine Spinne ist. Die müsste ich mal eben kurz kaputt machen. You can't sleep at night. Acht. Ach, ist Tag? Ach du Scheiße. Und deswegen ist jetzt den ganzen Tag jetzt. Oh nein. Ja, yeah, you can only sleep tonight. Ach, das ist doch... Tonight. So. Mist. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ja scheiße. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit den Regen. Und so ein schöner Regen, der zwingt natürlich Minecraft auch wieder schön in die Knie natürlich, ne? Ach, ich habe ja hier neben auch noch... Da kann ich auch noch ein paar Nasen brennen. Nasen. Ich glaube, es regnet. Nasen brennen. Es ist hier so, Nasen als ob du brennen. Durch eine Nase irgendwie Tabasco ziehst, ne? Oh ja, ich esse ja sehr, sehr gerne scharf. Esst ja auch sehr gerne scharf. Also von der Lamm. Von der Würze her. Also Lamm, ja. Nein. Also von der Würze her. Von der Würze, ja. Es geht, es geht. Also ich mag es nicht, wenn man so scharf gegessen hat, dass es zweimal brennt. Ja, aber das muss sein. Also ich esse sehr, 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 sehr gerne scharf, aber richtig scharf. Und, oh mein Gott. Oh, was waren jetzt schon wieder? Ach ja, gestern Chili. Ja, ja, ich find's geil. Nee, ich esse also auch diese Soßen, die du eigentlich nur im Internet bestellen kannst, die dann auch mal so gerne 280.000 Scoville-Einheiten haben, ne, und noch mehr. Und doch, das ist, ja, jetzt will man jetzt wieder nichts Falsches sagen, aber es ist nun mal halt Fakt. Es ist mit diesen scharfen Sachen, ist wie mit Drogen, ist kein Witz jetzt. Je öfter du das so scharf isst, ne, desto mehr gewöhnst du dich dran und je schärfer kannst du letztendlich essen. Naja, ja? Und bist du dann irgendwann süchtig danach wirst? Nein, nee, das zum Glück nicht, aber es ist tatsächlich so, ne? Also wenn du öfter richtig, richtig scharf isst, dann kannst du das auch immer weiter steigern. Und wenn du dann diesen richtigen Schärfekick haben willst, ne, dass es wirklich auch brennt, ne? Da musst du hinterher auch immer mehr von dem Zeug nehmen, ne? Also von daher kann man das so, es ist natürlich jetzt nichts Negatives, ne? Aber wie gesagt, wie bei Drogen halt, ne? Und da kannst du halt immer mehr von nehmen. Und ich find's einfach richtig geil. Weil diese Schärfe, ne, das wird dem Körper hier nur vorgegaukelt. Dir passiert ja selbst gar nichts, ne? Und ja, das kann dir echt so einen Kick geben. Aber das erreichst natürlich nicht irgendwie mit, weißt du, im Supermarkt, wo dann hot und scharf draufsteht, ne? Weil das ist so für den Otto-Normalverbraucher, mag es scharf sein, aber für Leute, die öfter richtig scharf essen, ist das, ganz ehrlich gesagt, Kinderkram. Also ich hatte mal so scharfe Pommes gekauft gehabt, ich weiß aber nicht mehr wo. Ja. Da war auch sogar eine Warnung drauf gewesen, dass das nicht für Kinder geeignet ist. Und das war wirklich mörderisch scharf. Also es war, das waren Pommes angereichert mit Cayennepfeffer und so. Also es war... Obwohl Cayennepfeffer ist noch harmlos. Ja, für dich vielleicht, aber ich habe da schon richtig gut geheult. Ja, ja, für einen, der das so nicht gewohnt ist, für den ist das natürlich auch schon richtig scharf. Zum Beispiel Tabasco, ne? Da ist ja Pillepalle ist das für mich. Lecker. Ne? Tabasco ist total Pillepalle und das war ja früher für die meisten die Schärfe überhaupt gewesen, ne? Und Tabasco, nur mal im Vergleich, ne? Tabasco hat, glaube ich, nur, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, Tabasco hat, glaube ich, nur 6000 Scoville-Einheiten.
6000. Die Diamond Viper, die hat 280.000 Scoville-Einheiten und das ist noch nicht die schärfste. Dann gibt es ja auch in Hamburg und Dresden gibt es ja auch ganz viele Currywurstbuden, die ja auch extra so hardcore scharfe Soßen haben halt. Ja, also richtig, richtig. Also in Dresden habe ich mal eine Würstchenbude gesehen, das ging hoch bis, glaube ich sogar, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das war schon, das sah für mich aus wie eine Million. Ja, ja, gibt's auch eine Million. Und da tun die dann aber auch wirklich nur einen so einen Tropfen rein, den vermischen die dann da in die Soße, ne? Hm. Aber ganz ehrlich, eine Million, das wiederum finde ich wirklich blödsinnig, weil eine Million, das ist ganz ehrlich gesagt zu heftig. Und da ist auch nichts Schönes mehr dran. Also das geht über diesen Schärfekick dann, ne? Hinaus. Ja, genau. Das ist eine pure Qual. Und ganz ehrlich, bei einer Million, also gerade Leute, die da ungeübt drin sind, das passiert nicht selten, dass die anschließend ins Krankenhaus rein müssen, weil ja, Kreislauf wegen versagt. Herzflattern und so. Ja, ja. Ja. Habe ich auch schon gehört, dass einige Leute auch schon dann mit dem Herz-Kreislauf dann zu tun richtig, haben. Richtig, richtig. Das, auch das muss nicht sein. Und es kommt aber auch, wie gesagt, nicht durch die Schärfe direkt, sondern durch diesen Schmerzreiz, den richtig. Sie dann haben, durch die Schärfe. Ja. Ganz genau. Und gerade ungeübte Leute, ne, das kann ganz, ganz schnell gehen, dass die dann anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert werden müssen. Na? Aber wie gesagt, also es gibt ja auch Soßen so, wo man sie erstmal rantasten kann. Ne? Also Tabasco mit 6000 Scoville, das ist wirklich lächerlich. Aber man kann ja mal so mit einer 40.000er Scoville-Einheiten-Schärfe mal so sich rantasten. Genau. Aber da muss man mal überlegen, weil Tabasco ist ja für Otto Normalverbraucher ja auch schon richtig scharf. Ne? Naja. Und das sind nur lächerliche 6.000 Einheiten. Ja, lächerlich für Geübte halt, ne? Richtig, lächerlich für Geübte, ne? Ich habe zum Beispiel die Diamond Viper, siehst du, jetzt wo, genau, Diamond Viper hat nicht 280.000, die hat 260.000. Ich habe Chili Pulver, das hat 280.000. Da habe ich angefangen, so eine ganz kleine Messerspitze auf den Teller zu tun und das dann schön verrühren, ne? Zum Beispiel in ein Reisgericht oder so, ne? Und das war natürlich dann, also das ist auch für alle anderen, das ist richtig, richtig scharf. Normalerweise packst du da eine Messerspitze im großen Topf rein und verrührst das. So, dann habe ich hinterher angefangen, mir die auf den Teller zu tun, so eine Messerspitze. Und weißt du, was ich mittlerweile mache? Ich hau mir das da so auf den Teller drauf, so viel würden andere vielleicht nicht an Pfeffer drauf machen. Also okay. Ich hau richtig, richtig aus dem Streuer, richtig ordentlich drauf, auf den ganzen Teller. Also ich weiß nicht, wie viele Messerspitzen das dann letztendlich sind, ne? Also so ist dann letztendlich so die Steigerungsform, ne? Ja, verstehe. Also ja, natürlich, das ist ja auch dann irgendwo eine Übungssache halt, ne? Dass man ja, dann richtig. Mit der Zeit da auch besser mit klarkommt. Eben, ganz genau, ne? Ist auch geil. Ich habe auch, so Gummibärchen, beziehungsweise das sind so Krokodile, ne, aus Weingummi. Und ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Scoville-Einheiten die haben. Die sind nicht ohne. Die könnten, glaube ich, auch irgendwie im 200.000er-Bereich liegen. Und die nimmst du pur in den Mund. Die mischst du ja mit nichts anderem, ne? Mhm. Alter Schwede, da geht auch mir teilweise, ne, ganz schön, da geht bei mir dann auch teilweise ganz schön zur Sache. Aber ich bin dann... Ich schluck die auch nicht schnell runter, ne? Ich lutsch die auch noch im Mund die ganze Zeit, sodass du da nicht die lange was von hast. Damit du die volle Dröhnung bekommst. Ja, ja. Aber so. Was ich auch habe, sind so, kennt ihr noch von früher diese Kirschlutscher? Diese Lutscher, die dann am Ende auch nur so kirschgroß in Rot sind und schmecken richtig nach Kirsche. Mit so einem komischen, das war jetzt kein Plastikstiel, sondern mehr so, ja, so eine Mischung aus Papier und Pappe, ne? Richtig, ganz genau. Und davon, ne, habe ich auch Kirschlutscher, ne, in richtig, richtig scharf, was du nur aus dem Internet kriegst, ne? Ganz ehrlich, den hältst du ja dann schließlich auch so im Mund, ne? Mhm. Und ganz ehrlich, der ist so scharf. Also da tue ich mich auch ein bisschen schwer mit. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, also deswegen, ich sage ja, das ist kein auf die Kacke hauen. Also ich spreche jetzt hier einfach ganz normal drüber, wie es ist. Ne? Ich will mich jetzt nicht irgendwie groß tun damit. Und deswegen sage ich auch bei diesen Kirschlutschern, alter Schwede, da geht's bei mir auch zur Sache. Ne? Also da kann auch mal vielleicht mal eine Träne fließen. Ne? So scharf sind die. Ja, verstehe.
Also die sind, da habe ich auch ganz ehrlich gesagt noch nicht so viele von gegessen, weil da muss ich sagen, die sind auch mir noch ein bisschen zu scharf. Ich glaube, das ist eine Form, weißt du, das wäre so wieder die nächste Stufe wahrscheinlich, ne? Dass du die dann so ganz normal einfach im Mund behältst und weglutscht. Ja, klar. Na, wie ich auch schon vor ein paar Folgen gesagt habe, ich bin jetzt gerade hier an deinen Melonen zugange. Ja, sehr schön. Lass es dir schmecken. Jetzt aber mal wieder ein bisschen an der rechten gehen, ne? Dass da ein bisschen Abwechslung ist. Nicht immer nur an meine linke Melone. Ach so. Na, ich bin jetzt nur links lang gelaufen. Oh, das ist... Aber wie du willst, rechts kommt jetzt auch ab. Ja, du darfst mich auch mal zwicken. Ich hab auch noch kurz mal mit dem Schwert reingepiekst. Aua. Aua. Tu doch nicht so. Es tut so weh. Ja, genau, tu nicht so. Das gefällt dir doch auch. Oh, scheiße. Hier habe ich jetzt eine Strömung verursacht. Das wollte ich nicht. Bitte? Das wollte ich nicht. Ich habe eine Strömung verursacht und ich komme selbst nicht mehr raus. Alter, das ist aber nicht gut. Das muss ich wieder wegmachen. Habe ich irgendwas in der Tasche? Nein, natürlich nicht. Was für eine Strömung jetzt? Lava? Gar nicht. Nee, Wasserströmung habe ich verursacht. Und die will ich aber wieder beheben. Weil, ne, wie ich ja sagte, ne, also wenn ich irgendwas in der Natur abbaue, ne, dann mache ich das aber so, dass es auch irgendwo noch natürlich wieder aussieht. Ach so, und Zuckerrohr wächst aber auch nur auf Wüstensand, ne? Nein, auch auf Erde, aber auf Wüstensand wächst der schneller. Ah, okay. Gut, weil ich muss eh nachher nochmal nach hinten zur Wüste gehen, wegen Glas und so. Ja, aber könnt ihr euch gleich hinlegen? Ja, ich bin gerade Teleporthaus. Ich bin nämlich hier gerade voll... Ja, da kannst du dich ja hinlegen, das ist ja am Bett. Ich bin nämlich hier gerade voll draußen und möchte noch nicht sterben. Ihr jetzt noch nicht. So, ich liege. Sauber. Das ist schön, dass du sauber geblieben bist. Man muss das auch nicht immer so versauen. Vor allen Dingen, wenn du gerade in meinem Bett geschlafen haben solltest, im Portalhaus. Nee, ich war schon bei mir auf der Seite. Das ist ja schön. Das freut mich mal zu hören. Endlich mal gute Nachrichten wieder in Deutschland. Gute Nachrichten für Deutschland. So. Ja, Terraform nimmt auch ganz schön viel Zeit in Anspruch. Das sag ich dir aber. Ah, so. Was macht ihr denn gerade da so für Projekte? Du machst immer noch Terraforming, Raiden? Ja, und zwar hinter meinen Minenhäuschen. Da planiere ich gerade alles auf eine Ebene. Ja. Also was heißt alles, aber halt schon großzügig. Da will ich dann zukünftig meine Felder dann... raufhauen, also da Feldbewirtschaftung machen. Genau, da musst du ja dann auch irgendwann mit anfangen, genau. Ne, und nebenbei kloppe ich dann immer noch Tropenholz nieder, dass ich dann auch quasi Parkettboden habe. Ja. Für mein Höschen. Also es sind jetzt gerade mehrere Projekte, die ich gerade simultan fertig mache. Das hört sich doch schon sehr gut an. Und ja, ich komme auf jeden Fall gut voran. Ja, sehr schön. Minen muss ich jetzt auch erstmal nicht. Ich habe noch genug Kohle und Eisenerz und alles drin. Ja, die Grundversorgung steht praktisch bei dir. Richtig, es war auf jeden Fall gut gewesen, dass wir schon vor einer Ewigkeit mal in einem Dungeon unterwegs waren. Oder besser gesagt, in so einem Tunnelsystem. Ja. Und ja, da bin ich grade... wo wir damals da in der Höhle waren für die Rohstoffgewinnung, ne? Genau. Da habe ich ja auch einen Diamanten gefunden gehabt, ne? Ja, richtig, ich erinnere mich. Und ja, ich habe ja jetzt noch hier unten bei mir noch einen Diamanten gefunden gehabt, aber jetzt habe ich auch mittlerweile schon wieder gar kein Diamantwerkzeug. Ich habe daraus auch, glaube ich, nochmal Diamantschippe gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ich muss mal nachgucken. Ich glaube sogar, ich habe noch einen Diamanten drin, schon so lange her. Ja. Also, ja, stimmt, ich habe sogar noch einen Diamanten drin. Ne? Also, cool. Das hebe ich mir jetzt erstmal noch auf. Du meinst als Geschenk für mich. Für einen Ehering, ne? Ja. Alter, für einen Ehering, genau. Ja, also ich finde, wenn, dann sollten wir auch Nägel mit Köppe machen, ne? Er hat Nägel gesagt. Ah, herrlich. Deswegen, aber das nimmt hier alles gerade schon Form und Gestalt an, so auch für die Fläche, dass ich da was machen kann und so. Muss ich mal gucken, wie weit ich jetzt nach hinten auch raus kann dann. Mit den Feldern und so. Sehr schön, das hört sich schon mal sehr interessant an. Ich denke mal, da werde ich dann nachher einfach mal vorbeikommen und mal gucken. Ja, tu das.
Und wie sieht's beim Stieglitz aus? Was machst du gerade so Schönes? Baue gerade an meinem Feld. Aha. Und das halt Wasser hin und her bringen für die Kürbisse. Ja. Das dauert noch. Also bist du da gerade so ein bisschen so an deiner Versorgung zugange, betreibst ein bisschen Ackerbau. Genau. Ja, ist da auch gut. Das ist schon mal sehr gut, dass du das machst und nicht wieder im Let's Play auf Toilette gehst, wie vor ein paar Folgen. Und wir dann wieder hören, wie du gerade abziehst. Das war noch Zeit. Kann man das ja auch. Was? Das waren noch Zeiten. Ja, das kann man auch. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, puperlich. So, dann mal wieder meine Öfen hier entleeren. Ich bin hier fleißig am Brennen. Ich bin hier voll der Brenner. Nicht der Penner, sondern der Brenner. Immer diese Flachwitze. Müssen ja auch sein. Ja, die müssen auch sein, genau.